Servus Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 2. Wir haben das letzte Mal das Tempelviertel sozusagen einige Quests dort gemacht und heute gehen wir hier mal in ein Viertel, wo wir noch nicht wirklich waren. Das Friedhofsviertel. Gute Idee, das mir zu übertragen. So, wir gehen hier rein und da kommt eine Frau. Ne, die will nicht mit uns sprechen. Friedhofsviertel, hier gibt's einiges zu tun. Beziehungsweise hier gibt es einiges zu entdecken, würde ich mal sagen. Erstmal hier der Priester. Was will ich? Ich nehme an, ihr seid hier, um euren Glauben zu festigen. Rieser spricht seit kürzlich, tut nicht sehr viel. Das ist für... Tja, so ist das Leben. Ja, je schneller sie sich daran gewöhnt, desto besser wird es ihr gehen. Ein wenig mehr, so jung und schuld, lasst uns in Ruhe. Das nennen sie Zivilisation, verdammte, verfluchte Menschen. Ziehvater verweisen. Für das Verhandlung, dass es mir gelingt, jemanden geeignet zu finden. Aber schauen wir mal. Das ja? Ist, glaube ich, eine Quest, die geht sogar. Trauernde. Hier sind zwei trauernde Halblinge. Nur Welle, nur 10 Jahre oder so, bist du getötet, wir vermissen ihn. Ihr seid ein absonderliches Volk, das ihr euch hier herumtreibt. Okay, da wurde ein Junge getötet. Ein kleiner Junge wurde getötet und die Eltern trauern, na gut. Wir haben hier jede Menge Räumlichkeiten. In den Räumlichkeiten kann man mal reinschauen, was ist da? Zum Beispiel findet man hier Gräber. In diesen Gräbern können... Sehr gut. Ah, in diesen Gräbern sind Fallen zum Beispiel. Und auch Fallen geben mittlerweile mehr Erfahrungspunkte. Sehr nice. Oh, auch sehr nice. Ja, wunderbar. Das ist eine... bessere Axt. Eine +2er Axt. Oh, nice. Und das for free. Muss man dazu sagen. Sagt mir was. Ich hoffe, das bringt was. Also man kann hier auf jeden Fall mal reinschauen in diese Räumlichkeiten hier. Was haben wir hier? Ah, da waren wir, glaube ich, schon. Was haben wir hier? Die Gräber sind unbeobachtet. Jetzt sollte ich besser vorsichtig. Diese Gräber würden vermutlich so fallen und ich bin bereit. Zum Beispiel Spinnen. Jawohl. Death to all who step. Dann eben beim nächsten Schlag. I'll rip you apart, you way-faced cur. Ja, schön. Ein paar Spinnen. Stimmt, hier waren wir schon mal. Hier unten. Oha. Was haben wir hier Feines? If that is what you die Hallen sind sehr weit offen, aber es sieht jetzt komisch aus. Okay, da geht's nicht weiter. Noch nicht. Aber hier unten... Nein, wir haben nicht alles hier unten angeschaut. Ich hoffe, das bringt was. Außerdem, also, vielleicht können wir noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Oh ja, nicht mehr viele. Wir machen mal Looky Looky unten und schauen, was hier noch ist. Vielleicht sind da ein paar Gegner nachgespawnt. Moment, du kannst auf die Pfeile wieder ausweichen. Ich kümmere mich drum. Du musst ja dein Inventar leeren. Später... Wartet. Oh, ich war hier drinnen nicht? Lil Alol, für Schar. Das ist super schade. Dann haben wir doch schon einen guten Ort, um zu leveln. You were lucky then, but luck runs out. Wir waren nicht hier drinnen? Diese Kuppel scheint, von ihr geht ein trockener, modriger Geruch aus. Ah, das sollte man vorher schon speichern, bevor wir da reingehen. Aller Ruhm gebührt der dunklen Mutter.
Ihr werdet hier fallen, Eindringlinge. Ich habe dieses Heiligtum nicht gebaut, damit ihr es in Vergewaltigene einreisen könnt. Spürt den Zorn der Arachnoiden, der göttlichen Achtbeinigen. Dass es in eurer Gruppe ein Drow ist, finde ich noch schlimmer. Unterstützt die Schlampe etwa das Töten der Spinnen? Kein Wunder, dass sie in der Oberwelt einhergeht. Ihr werdet alle sterben. Hört auf zu fressen, meine Spinnen. Neue Opfer warten auf euch. Schützt euer Heim. Okay, wie wär's mit... Ist das eine Drow? Sieht aus wie eine Drow. Wie wär's mit einem Feuerball? Ich überlege. Oder einem Todeszauber. Ja! Todeszauber. Das wurde aber auch Zeit! Killt schwächliche Kreaturen seit eh und je. Ist schon geschehen. Nice, nice und nice. Oh, nice. Das ist wirklich nice. Sind wir einfach mal hier eingestiegen und haben alles gekillt. Spinnenbrut beschwören. Sechs unten erzeugt Schwertspinnen. Ja, ist nicht schlecht. 20%ige Chance, dass es mehr Spinnen als zwei sind. Mehr als eine ist. Destas Immunität gegen Zauberkinder schon. Okay. Der hat hier noch nicht. Deswegen. Gut. Die können wir nicht identifizieren. Eine Spinnenstatuette. Bestimmt was zum Beschwören von Spinnen. So, das war gut. Wir haben uns verbessert. Bessere Treffer. Warum wurde er angezeigt? Er hat doch schon einen Helm. Und die Trefferpunkte. Das schadet nicht, wenn Edwin ein paar Trefferpunkte mehr hat. Überlebt er länger. Falls er mal angegriffen wird. Nice. Ich bin dabei. Okay, das hätte man deutlich früher schon machen können. Wenn es denn sein muss. Mal weiter. Oh, da noch mehr Spinnen. Aus der Sterben bleibt euch nicht. Beim nächsten Schlag. Das Gute ist, Korgan. Yeah. Okay, die ist wieder zurückgejumpt. Taste darkness, fool. Natürlich, den vergiftest du. Na, meinetwegen. Curse you. Haben wir dafür nicht mittlerweile irgendwas? Vergiftung heilen. Hier haben wir es doch. Gift neutralisieren. Für solche Fälle habe ich endlich mal vorgesorgt. Murder Incarnated. Habe ich gerade ein Achievement bekommen. Murder Incarnated. Gute Idee, das mir wahrscheinlich für eine bestimmte Anzahl von Kills. Habe ich jetzt eine bestimmte Anzahl von Einheiten gekillt? I am ready. Certainly. Das waren gute Erfahrungspunkte, die da gerade flöten gegangen sind. Moment, hier geht's wieder raus. Komm, der Rede wert. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ah, dann kommen wir ich wieder hoffe, hier das raus. Bringt was. Sagt einmal, hat Gorion euch viele Geschichten über das Unterreich erzählt? Hat er zum Beispiel einige der Völker erwähnt, die dort unten leben? Er hat mir nur ein paar Geschichten erzählt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir von diesen Völkern erzählen. Ich bin mir nicht mehr sicher, dass ihr von den widerwärtigen Elitien gehört habt. An der Oberfläche sind sie jedoch doch als Gedankenschinder bekannt. Ein treffender Name für die Verschlinger von Gehirnen. Sie sind eine seltsame Rasse und haben ein Imperium, das ebenso mächtig ist wie das der Drow. Wir haben Bündnisse geschlossen, doch bei diesen mit Psi-Kräften ausgestatteten Wesen reicht oft schon ein einzelner Gedanke, um sie zum Einsturz zu bringen. Verhandlungen mit ihnen sind äußerst gefährlich, da sie die Gesandten lieber verspeisen würden, als sie als Boten des guten Willens zu empfangen. Das, was euch zuerst an ihnen auffällt, sind ihre Augen. Leer, blutunterlaufen, weiß und lidlos.
Und dann sind natürlich die vier Tentakel, die über einem Maul entspringen, das dem eines neuen Auges ähnelt. Ständig zucken und winden sie sich durch die Luft. Ihr Schädel sind von einem Muster bezogen, das an den offenliegenden Gehirn eines Menschen erinnert und wie eine Schafsblase zuckt. Ihre Gedanken sind noch fremdartiger als ihr Aussehen. Ihr wichtigstes Ziel besteht darin, andere zu dominieren. Sie glauben, dass das Leben unter der Herrschaft des ältesten Hirns die höchste Form der Existenz darstellt. Das ist natürlich der Genuss, den sie offenbar empfinden, wenn sie euren Kopf wie ein Ei aufschlagen und alles, was sich darin befindet, aussaugen können. Okay. Was könnt ihr mir sonst noch erzählen? Die Kuotoa sind eine Rasse von Fischmenschen. Sie bilden das dritte zivilisierte Imperium des Unterreichs. Sie sind kalte, fürchterliche Kreaturen, die vor langer Zeit in die unterirdischen Meere getrieben wurden. Normalerweise sind sie mit uns Drow verbündet, obwohl sie uns hassen. Das ist nicht verwunderlich, da sie für beinahe alles Verachtung empfinden. Sie verachten das Sonnenlicht und die Oberflächenbewohner, die sie aus dem Sonnenlicht vertrieben haben. Man kann mit den Kuotoa Handel treiben, aber Verhandlungen sind eine gefährliche Angelegenheit. Keine Kuotoa-Ansiedlung gleich der anderen. Sie sind geistig instabil und neigen zu Paranoia. Ich habe gesehen, wie sie über den Seetress geschwommen sind. Sie brachen immer wieder aus dem Wasser und machten Luftsprünge. Es schien so, als ob sie es genossen. Ihre Geschwindigkeit war erstaunlich, so schnell wie die beste Karacke eines Freibeuters unter vollen Segeln. Das erste Anzeichen, dass Kuotoa in der Nähe sind, ist der Gestank nach totem Fisch. Haltet euch von Gewässern fern, denn sie brauchen das Wasser, um zu beleben. Einen Kampf zu riskieren, ist gleichbedeutend mit einem Flirt mit der Frostmaid. Wow, ihr könnt ein Bestiarium schreiben, glaube ich. Pah, alle Drow wissen von diesen Dingen. Ich denke, es fiele euch wohl ebenso leicht, mir etwas von den Wesen der Oberfläche zu erzählen. Wo sie recht hat, muss man zugeben, hat sie recht. Ich kümmere mich drum. Was haben wir hier? Naja, haben wir wieder was zu entdecken. I can do that. Diesmal nur ein Sarkophag, keine Fallen, wie es scheint. Verschlossen allerdings. Was soll ich tun? Okay, ein billiger Zauber. Ich hoffe, das bringt was. So, dann hier. Okay, da kommt man auf die Spitze des Ganzen. Sethel. In eurer Nähe seht ihr ein offenes Grab. Ein eisiger Schauer läuft euch den Rücken hinunter, als ihr ein Geräusch aus dem Grab hört. Ihr schüttelt den Kopf und geht weiter. Das Geräusch ist jetzt deutlich. Ihr bildet es euch nicht ein, aus dem Grab dringend eindeutig erstickte Hilferufe. Okay. Das Grab ist nur teilweise mit Erde gefüllt. Totengräber muss faul gewesen sein. Es dauert nur ein paar Minuten, bis ihr den Sarg erreicht habt. Ihr öffnet den Sarg und entdeckt darin nicht nur eine Leiche, sondern auch einen Mann, der ganz offensichtlich noch lebt. Sofort helft ihr ihm aus dem Sarg. Tag. Oh, möget ihr gesegnet sein, werter Herr. Seid gesegnet. Ich weiß nicht, wie lange ich es dort noch überlebt hätte. Da drin begraben, wie ich es war. Wer seid ihr und wie konnte das geschehen, dass man euch bei lebendigem Leibe begraben hat? Ich bin von den Männern, die mich gefangen gehalten haben, begraben worden. Sie haben mich festgehalten und meine Familie um Lösegeld zu erpressen. Und nachdem meine Familie das Geld bezahlt hat, haben sie mich niedergestreckt. Ich erinnere mich daran, hierher getragen und zusammen mit einem anderen Körper in das Grab geworfen worden zu sein. Da haben sie mich bei lebendigem Leibe begraben. Ich bin mir sicher, dass ich gestorben wäre, wenn ihr nicht so bald gekommen wärt. Was für ein furchtbarer Tod diese bösen Männer für mich auserkoren haben. Oh. Okay. Ah, da gibt's bestimmt eine Belohnung und eine Quest. Also, wie kann ich sie aufhalten? Ich weiß nicht, wie sie heißen. Sie waren zu dritt. Der jüngste von ihnen hat mich hierher getragen. Ganz in Rot gekleidet, eigentümlich und leuchtend, wenn ihr so wollt. Hier, das hatte ich in der Hand, als ich aufgewacht bin. Ich denke, das muss ich ihm wohl aus seinem Gewand gerissen haben, als er mich ins Grab warf. Hier, vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Fällt euch sonst noch was ein? Nur, dass da jemand war, mit dem die Männer sich unterhalten haben. Vielleicht war es der Friedhofswärter. Ihr solltet zumindest mit ihm sprechen. Irgendwas muss er doch gesehen haben.
Okay, dann schauen wir mal. Möge dir gesegnet sein, werter Herr. Ich wünsche euch alles Gute. Ich muss jetzt zu meiner Familie zurückkehren und sie wissen lassen, dass ich noch lebe. Hab Dank, Helm, dass ihr über mich gewacht habt. Wir haben keine Zeit für sowas, Wuji Games. Was kümmert es uns, wenn dieser Dummkopf es zulässt, dass man ihn lebendig begreift? Bah, hören wir jetzt der Schattwache an? Erfahrungspunkte. Ich bin so nah am Level up. So, wer bist du? Rothaar. Helm sieht alles, wisse dies und seid gerichtet. Ein Paladin des Helm, okay. Mein Fürst, an diesem dunkelsten aller Tage, mein Name ist Kamir, im Hallen des Helm. Ich bitte euch um Vergeben, dass mein Benehmen nicht freundlich ist. Was führt euch hierher? Ich bin nicht anders als die meisten, die hierher kommen. Mein Sohn liegt in jedem kleinen Grabe. Ich habe meinen Eid gebrochen, den Jungen zu beschützen, und er ist mir genommen worden. Okay, ihr wisst nicht, wovon ihr sprecht. Wenn ich überzeugt davon bin, dass es wie ihr es gut meint. Ich habe mich den Jungen angenommen, als meine Mutter in den Bergen von miesen Orks niedergemetzelt wurde. Ich kannte ihren Namen nicht und konnte sie nicht mehr retten. Nachdem ich die Orks getötet hatte, sie übergab mir ihren Sohn. Ich habe ihr geschworen, auf ihn aufzupassen, als wäre mein eigener. Und das habe ich auch, zumindest bis dahin. Habe den Jungen sehr geliebt. Stefan habe ich ihn genannt, ein starker, ehrlicher Junge. Aber Pflicht hat mich nach Tethir gerufen. Bei meiner Rückkehr musste ich feststellen, dass Stefan von Straßenräubern abgeschlachtet worden ist. Ich hätte für ihn da sein müssen. Ihr habt recht, ihr hättet euch besser um euren Sohn kümmern müssen. Mir tut meine Verfehlung schon leid genug. Ich kann auf einen hergelaufenen Fremden, der das Messer in der Wunde nochmals umdreht, gut verzichten. Und das ist alles, was ihr... Schön, ich lasse euch alleine. Seid zu, ich bin noch nicht so weit. Okay. Moment. Der nimmt Kinder auf. Fragen wir doch mal den Priester. Ach, wobei, der Weg ist auch in Ordnung. Tausche Junge gegen Mädchen, wie sieht's aus? Weiter. Genau genommen hält sich hier in der Nähe ein Paladin auf, der für eine solche Aufgabe genau der Richtige wäre. Sein eigener Sohn ist gerade gestorben. Vielleicht wäre er dieser Sache gewogen. Ein Paladin? Ein echter Paladin vielleicht? Vielleicht wäre das eine großartige Idee, wenn er das denn möchte natürlich. Bitte, es würde mir so viel bedeuten, wenn ihr diesen Paladin finden und in dieser Sache befragen könnt. Risa braucht einen ordentlichen Vormund, viel dringender als das Waisenhaus. Ich flehe an. Ja, okay. Schön, Waisenkind. Kümmern wir uns wieder. Dann kümmern wir uns um den Begrabenen. Das ist auch eine Sache, die wir machen können. Und dann gibt es hier noch etwas zu tun. Neben hier Räume plündern. Beziehungsweise Gräber plündern. Waren wir hier schon drin? Oh, shit. Nein, waren wir nicht. Na, da ist doch mein Level up, oder? Mumie und Schattenscheusale. Ultrigan! Nun starb! Die quickly, fool! Oh, bleib doch mal stehen! Edwin, Waffe nicht... Okay, du hast eine... Wie Tier! Du hast deine Kugel bloß verbraucht. Euer wertloses Leben endet hier! Ich habe es gehört! Ich habe es gehört! Level up! Level up! Jawohl! Endlich! Ah, Stufe 7 Zauber. Zwar bloß ein Slot, aber immerhin. 4 und 5 auch. 5 bedeutet mehr Insektenplagen. Ja, oder mal was anderes. Wir können auch was anderes nehmen. 4... was gibt's denn hier schöne Sachen? Todesschutz. Ein Wesen. Ein Wesen ist immer blöd. Ein Wesen ist immer doof. Fernsicht. Ja gut, da können wir schon nicht erforschen. Teil. Das ist nicht so relevant. Das
Das dauert dann immer bloß 6 Runden, das ist gefährlich. Das ist so kurzweilig. Wir nehmen nochmal schwere Wunden ein, das schadet nicht. Stufe 5. Eisenhaut, dadurch werden wir... Ja, Massenheilung. Oder einen wahren Blick. Ich nehme mal Massenheilung. Ja, und jetzt Stufe 7. Ach, Zauber der des Druiden, Stufe 7. Verwirrung, Schild der Archon, Regeneration. Kennen wir, hat der Priester auch. Natürliche Schönheit. Dann, wenn er verwandelt sich für andere in das Schönheitsideal der jeweiligen Person. Für Männer ist es normalerweise eine Nymphe. Bei Frauen hängt die Erscheinung von ihrem Geschmack ab. Jeder, der den so verwandelt an, wenn er sieht, muss einen Rettungswurf plus 3 gegen Zauber bestehen. Wer scheitert, stirbt, weil er sich so verzweifelt nach diesem archetypischen Wunschbild sehen, aber gleichzeitig weiß, dass er es nie erreichen wird. Jene Wesen, deren Rettungswurf erfolgreich ist, werden dennoch mit Blindheit geschlagen, wenn sie den Druiden sehen. Diese muss auf normalem Weg gebannt oder geheilt werden. Die Verwandlung ist augenblicklich und hält nur wenige Sekunden an. Die Gruppenmitglieder des Anwenders sind nicht betroffen, zum Glück. Sonst sterben die alle. Cool. Natürliche Schönheit. Entweder sie schaffen einen Rettungswurf oder sind tot. Ja, das ist das Richtige. Dass er doppelt so viel Schaden in der Hälfte der Zeit verursacht. Doppelt so viel Schaden in Hälfte der Zeit. Also viermal so viel Schaden wie das andere. Ach du Schande. Feuersturm. Inferno. Ah, das glaube ich hat der Magier auch. Erdelementar beschwören. Durch das Erdelement mit einer... Oh ja. Ja, die müssen nicht im geistigen Wettstreit. Ah, das ist echt schwierig. Erdelementar beschwören ist cool. 5% an 24 Trefferwürfel. Erdelementar. Ah, Kriechen der Tod hört sich auch cool an. Ich mag diese Art von Zauber. Ja, lass mal das so. Oder Erdelementar? Erdelementar ist halt cool, aber der ist meistens so groß. Wir können es ja auch mal variieren. Wir werden auf jeden Fall mal ein bisschen Sachen ausprobieren später. Ja, kriechender Tod. Und ich bin jetzt Stufe 14. Das bedeutet... Ist schon geschehen. Ja, da passiert's. Vergreift euch nicht an der Natur, oder sie vergreift sich an euch. Hallo Wuji Games, ich bin gekommen, um über eure Angelegenheit... über eine Angelegenheit zu berichten, die für die Sache und die Gebräuche der Druiden wichtig ist. Wuji Games, ihr befindet euch in einer sehr wichtigen druidischen Entwicklungsphase. Ihr habt nun eine größere Pflicht, die ihr annehmen müsst. Sobald ein Druide dieses Maß an Erfahrung erreicht hat, hat man die Pflicht, in den Druidenhain zurückzuhängen und eine Forderung zu stellen. Es darf nur eine bestimmte Anzahl von Druiden in jeder Fähigkeitsstufe geben. Ihr müsst diesen Dienst annehmen und in den Augen der Natur und eurer Anhänger ein großer Druide werden. Ein Erzdruide. Ich werde dem Hain südlich von Handelstreff informieren, dass ihr zurückkehren werdet. Kommt, sobald ihr könnt. Es ist eine große Ehre, wenn einem solch ein Titel verliehen wird. Werden wir machen. Okay. Zum Paladin wollen wir. Halt, wir sind ja gar nicht fertig. Korgan hat auch ein Level up. Oh, nice. Er trifft besser und hat ein paar Lebenspunkte mehr. Gut. So, bitte lasst mich ein. Genau genommen, Kami, habe ich vielleicht eine Lösung. Es gibt ein Waisenmädchen nicht weit von hier mit einem Priester des Latander. Vielleicht wäre es eine Wiedergutmachung, wenn ihr euch um sie kümmern würdet. Eine Waise, sagt ihr vielleicht? Vielleicht wäre das ein Weg, mein Vergehen wieder gut zu machen. Hab Dank, mein Fürst. Ich werde mich sofort um den Weg machen und mit ihnen sprechen. Ja, das wird und wir werden auch Bescheid geben. Das war schon mal von Vorteil.
Sehr gut, sehr gut. Grüße an euch beide. Ich habe gehört, dass das Mädchen einen Vormund braucht. Ihr seid der Paladin, nicht wahr? Ich freue mich, euch kennenzulernen. Und diese hier ist... Risa, mein Name ist Risa. Ja, freue mich, zustimmen zu können. Das hier ist Risa. Hallo Risa, ich freue mich, euch kennenzulernen. Seid ihr ein Ritter? Eure Rüstung glänzt so hübsch. Ich bin ein Paladin, kleines. So etwas wie ein Ritter. Ich halte strikte Vorgaben bezüglich der Verehrung Helms ein. Wisst ihr, wer Helm ist? Nein? Dann könnte ich euch das lehren. Ja, ich könnte es euch lehren. Möchtet ihr das, Risa? Habt ihr keine Kinder? Nein, leider ist mein Sohn kürzlich gestorben. Oh, ihr müsst ja ganz traurig sein. Ja, das bin ich. Ich vermisse ihn sehr. Ich glaube allerdings, dass er es gut fände, dass ich auf euch aufpasse. Das heißt, wenn ihr das möchtet. Na gut. Wo lebt ihr? Kommt, ich zeige euch die Kirche. Seid gedankt, Geistlicher. Und ein Dank auch an euch, mein Fürst. Ich bin außerordentlich dankbar. Gut. Ich bin für die Verwendung der Ereignisse so dankbar. Lassen das größter Segen auf euch für die Rolle, die ihr in diesem Stück innehattet. Manchmal kann Ferun ein wirklich freundlicher Ort sein. Gut. Wovor stehen die eigentlich? Gibt es da drin irgendwas zu tun? Oh, Kriegerskelette. Weg mit denen. You were lucky then, but luck runs out. Nice. Ich bin dabei. Gucki Gucki machen? Die zwei Hände plus eins will ich jetzt nicht mitnehmen. Andererseits, ja, man muss alles mitnehmen. So, das haben wir. Dann nehmen wir halt alles mit. Wenn es denn sein muss. Gold jeglicher Art ist von Vorteil. Du kennst den Spruch schon. Stufe 7 Djinn beschwören. Gute Idee, das mir zu übertragen. Ach, Edwin. Kaum der Rede wert. Edwin ist zwar einer der stärksten Magier im Spiel, aber irgendwie als Magier... Weiß nicht. Der Magier hat noch nicht wirklich die Nutzen, den alle anderen bisher haben. Das ändert sich natürlich. Also mit Stufe 7 Zaubern sind jetzt meine Druiden und Kleriker auf der höchsten Stufe angelangt. Während Edwin noch einiges vor sich hat. Der kann bis auf Stufe 9 hochkommen. So, wo ist der... Was ist das? Verschlossen. Was ist das? Was ist hier drin? Sagt euch von eurem Irrglauben los und ihr sollt gerettet werden. Okay, ein Gruftkönig. Dann wollen wir uns mal eure Eingeweide anschauen. Okay, der kann was. You were lucky then, but luck runs out. Oh, der macht Damage. Und stirbt. Ja, gut. Oh, 15.000 Erfahrungspunkte. Oh, das ist nice. Besonderes Schwert hat er dabei. Das ist auch nett. Und dass ich nicht identifizieren kann. Holy moly. Kommt mal hier rein. Auf einmal ist da irgend so ein Typi, der sich Gruftkönig nennt. Oh, Stufe erhöhen. Sehr schön. Ah, höhere Rettungswürfe. Er trifft besser. Und er kann jetzt Zauber des dritten Grades. Holy moly. Zusätzliche Trefferpunkte. Jawohl. Ich hatte hier noch Platz. Stille. Ich glaube Stille. Nein, Gesang. Eine Phase sind 10 Runden. Ist auch nicht lang. Magie bannen. Also der hat eher so Unterstützungs-Support-Zauber noch zusätzlich, so in etwa, denke ich es mir. Keine Fallen? Keine Fallen. Nur verschlossene Sachen. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Okay, useless. Ja, nehmen wir mal mit. Wenn ich den Platz habe, ja. So langsam geht mir der Platz auch wieder aus. Kugeln.
aber die Einzelkugeln sind wichtiger vorerst. Die sollen erstmal verbraucht werden. So, jetzt muss hier jemand erstmal wieder zur Gesinnung kommen. Der wurde... Boah. Na, geht doch. Ich hoffe, das bringt was. So ist denn der Friedhof. Ich kümmere mich drum. Wert, wie war nochmal der Friedhofswärter? War das der da oben? Zettel? Nee. Was ist hier? Was ist das? Mach noch mehr Gegner. Ah, ein Schädelspalter. Oh, yeah. I am good. Vor allem, dass da in jeder Gruft hier so bösartige Wesen drin sind. Was passiert hier in der Welt? Tut man hier Leute begraben und dann ein paar Totengeister hin zur Verteidigung oder wie? Komische Welt. Ein Friedhof ist ja absolut tödlich. Wieso hier normale Leute hinkommen, ist mir ein Rätsel. So, du erkennst hier keine Falle. Wieder mal? Schade. Oh, nicht mal. Ich hoffe, das bringt was. Nicht mal zugesperrt. Nur simpler Loot. Naja. So, bist du der Wärter? Ich kümmere mich drum. Ja. Viel zu tun heute. Seid ihr ein wenig gestresst? Ein bisschen, warum fragt ihr? Ich dachte, ihr habt vielleicht ein paar Stationen ausgelassen und jemanden lebendig begraben. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ich habe nichts Böses getan. Ich bin nur ein einfacher Grabhüter. Hier gibt's keine Verbrechen. Haltet mich nicht zum Narren. Ich werde euch in eins eurer Gräber packen. Das wird aber kompliziert. Ich habe nichts getan. Fast nichts. Er hätte mich getötet, wenn ich mich nicht gewehrt hätte. Erzählt mir alles über den Mann, der lebendig begraben wurde. Ich weiß überhaupt nichts. Ich lasse sie begraben, was sie wollen, während ich die Gräber auffülle. Es ist ein Mann in Rot, den ich sehe. Er ist derjenige, er zahlt mit Gold und ich schaue weg. Ihn wollt ihr. Wo ist er jetzt? Sagt es mir. Ich weiß nicht, wo er ist. Er kommt hierher. Seht, ich helfe euch. Ich glaube, ich sehe ihn manchmal im Brückenviertel. Ich helfe gut. Ihr werdet niemandem davon erzählen, nicht wahr? Nicht wahr? Komischer Kauz, renn weg, weit weg und kommt nie wieder her. Nein, ich renne, ganz schnell renne ich weg. Tedious Entführer. Ist schon geschehen. Brückenviertel, ganz in Rot. Wir haben ein Stück Stoff. Irgendjemand hat von uns ein Stück Stoff bekommen, oder? Hier. Ganz in ein Magier, einer von Tai? Vielleicht? Die roten Magier von Tai sind normalerweise rot gekleidet. Komisch, nicht wahr? Aber so ist es. Ah, Moment. Ich würde gerne nicht hier hingehen, sondern hierhin. Wie viel Uhr haben wir gerade? 16. Stunde. Okay, es wird dunkel. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Wenn ich einmal penne... Ich versinke in Erinnerungen an einen Ort wie diesen. Höchst unerfreuliche Erinnerungen. Wenn es denn sein muss. Theoretisch müsste jetzt was passen. Tatsächlich. Ihr seid gekommen. Ich hatte schon befürchtet, Valen bestrafen zu müssen, weil sie die Nachricht nicht überbracht hat. Ich bin Bodhi und heiße euch herzlich willkommen. Eure Begrüßungsfloskeln sind mir egal. Sagt mir einfach nur, warum ich hier bin. Ihr fragt euch vielleicht, warum wir uns hier treffen müssen. Hab ich gerade gefragt. Dafür gibt es mehrere Gründe und ihr braucht euch nur wegen ein paar davon Gedanken zu machen. Als erstes sollte ich mich euch aber vorstellen. Ich bin Bodhi. Hallo, Bodhi. Hexart von Mesro. Ein Vergnügen, euch endlich zu treffen. Wir werden sehen, ob ihr das Gleiche sagt, wenn das hier vorbei ist. Ich habe euch hierher gebeten, weil es unwahrscheinlich ist, dass wir hier belauscht werden. Daran erkennt ihr die Vorteile, mit mir zusammenzuarbeiten. Folgt mir und tretet genau in meine Fußstapfen. Ihr würdet es bedauern, wenn ihr diesem Rat nicht folgt.
Dies ist der Eingang zu dem Unterschlupf, den ich euch zur Verfügung stelle. Oh, es tut mir leid, ich bin mir selbst vorausgeeilt. Ich sollte erklären, was ich vorhabe. Nun, das wird auch allmählich Zeit. Ich habe langsam genug davon, nachts über Friedhöfe zu schleichen und auf dieses Frauenzimmer zu warten. Bah. Ihr lasst euch doch gelegentlich engagieren, erledigt Botengänge und so etwas. Zweifellos fragt ihr euch manchmal nach den Motiven eurer Auftraggeber. Wenn nicht, dann solltet ihr das nachholen. Ihr arbeitet für die Schattendiebe unter der Bedingung, dass sie euch helfen, eure vermisste Gefährtin Imoen zu finden. Ja, sie sind Schattendiebe. Und ja, sie sind so verrucht, wie ihr sicherlich schon gehört habt. Ich biete euch eine Alternative an. Ich würde für 15.000 Goldmünzen helfen, eure Freundin zu finden. Das ist eine ganze Menge weniger, als die Schatten, die mir verlangt haben. Nein, konkret ist es genau dasselbe. Und es ist zufälligerweise genauso viel, wie ihr gerade bei euch habt. Nehmt das Angebot an, Wooji Games. Der Stil dieser Frau gefällt mir. Ich glaube, Bodhi verhandelt ehrlich, zumindest für den Moment. Ha, großartiges Geschäft, so viel Gold zu sparen. Nehmt die Gelegenheit wahr, Wooji Games, bevor das launische Weibchen seine Meinung ändert. Genug ist es offensichtlich, dass ihr Fragen habt. Stellt sie und befriedigt eure Neugier, wenn ihr nicht gar euer Gewissen damit beruhigt. Woher wisst ihr das alles? Ich weiß eine ganze Menge über euch und über diesen Ort, Wooji Games. Ihr seid recht neu im Geschäft und habt noch viel zu lernen. Gewiss wart ihr denen gegenüber, die euch helfen, ein wenig misstrauisch. Ihr werdet nicht in der Lage sein, mein Angebot auszuschlagen, auch wenn ich ein paar Zeichen eurer Loyalität fordere. In dieser Stadt besteht ein Monopol und ich habe vor, es zu brechen. Ich bitte euch darum, die Reserven der Schattendiebe zu schwächen. Ich bin nicht so eingebildet zu glauben, dass sie leicht zu vernichten sind, aber viele ihrer Mitglieder werden sich mir anschließen. Ich verheimliche euch nicht, was von euch erwartet wird. Ich will, dass ihr tötet und ich will, dass ihr Schrecken verbreitet. 15.000 sind eine ganze Menge, aber ihr werdet einen guten Ausgleich dafür von mir bekommen. Am Schluss werdet ihr Imoen und noch ein paar magische Schmuckstücke haben. Macht in Ruhe eine Pause. Ich werde euch helfen, Imoen zu finden. Ich werde euch helfen, Irenicus zu finden, aber nicht nur, weil ihr das wollt. Ich habe selbst Interesse an Irenicus. Unterstützt mich und ihr werdet mit mir die Vernichtung der größten Verbrecherorganisation südlich von Tiefwasser feiern. Obwohl die großen bösen Diebe in letzter Zeit ziemlich schwach gewesen sind. Und ihr wollt, dass ich Irenicus finde? Worüber redet ihr eigentlich? Seid ihr mit ihm im Bunde? Ihr müsst dies als eine der zusätzlichen Bedingungen ertragen. Ich biete viel. Und erwarte auch viel im Gegenzug. Imoen und Irenicus werden unser gemeinsames Ziel sein. Die Einzelheiten behalte ich für mich. Wenn ihr mehr wollt, müsst ihr euch mir anschließen. Wie ich schon sagte, werden eure Aufgaben moralisch fragwürdig sein. Und ihr werdet vielleicht mehr Feinden von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, als ihr euch wünschen würdet. Jetzt ist es an der Zeit, sich zu entscheiden. Ich kann nicht ewig warten und ich habe keine Lust mehr zu reden. Entscheidet euch, wem ihr die Treue halten wollt. Den Meistern, denen ihr dient, oder den Herren, die sie euch vernichten lässt. Ja, toll. Okay. Das läuft nicht so wie geplant. Diesen Zeitpunkt hätte ich jetzt gerne noch nicht. Die Entscheidung, ich habe mich noch nicht entschieden, weil wenn ich mich jetzt entscheide, Leute, ich direkt das dritte Kapitelprinzip, oder ich bin dabei, das dritte Kapitel einzuläuten. Das will ich nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, welcher Fraktion ich mich anschließe. Bodhi, den Vampiren oder den Schattendieben. Dazu kenne ich die noch nicht genug. Beziehungsweise Bodhi wäre wahrscheinlich für die böse Truppe die richtige Wahl. Aber ich habe mir noch nicht genügend Gedanken gemacht, ob das nicht Nachteile mit sich bringt. Ich bin mir nicht sicher. Ich
Sag einfach mal ja. So viel Vertrauen ist bewundernswert. Sehr schön, dieser Ort steht euch jetzt offen. Es ist ein sicherer Unterschlupf und unten befinden sich Freunde von mir, die sich um eure Handels... Ich will einen Feldzug, der Unruhe stiftet und ihr werdet ihn beginnen. Wow. Es gibt da eine Ladung mit Versorgungsgütern, okay, die mit dem Schiff kommt. Ihr werdet sie... Ich werde neu laden. Ich werde das umgehen möglichst. Und... theoretisch, das machen wir jetzt shit. Verbündete sind teuer in der Stadt des Geldes. Akt 3. Nein, das wollen wir gar nicht sehen. Das heben wir uns auf. Oh, zumindest Picking Sides kommt jetzt. Gute Idee, wir werden noch den kleinen Jungen ansprechen, oder den Geist des kleinen Jungens, und dann... wir sehen schon, da stirbt irgendwas. Genau. Und diese Quest werden wir dann weiter fortführen. Da ist ein Geist. Wer seid ihr? Was für ein Geist bist du? Und das mit Boli werde ich versuchen zu meiden. Das kommt noch, aber jetzt noch nicht. Warum ruhst du nicht? Geist, ich heiße Wellen. Ich will meinen ausgestopften Bären zurückhaben. Deinen ausgestopften Bären? Es ist mein Lieblingsbär, heißt Männlein. Der böse Mann, der in unser Haus kam, er hat mir wehgetan und er hat Männlein... alle anderen Sachen mitgenommen. Ohne Männlein kann ich nicht einschlafen. Ein Dieb tötete dich und nahm deinen ausgestopften Bär mit Reste einer Beute. Wenn ich diesen Bären für dich finde, wäre dann alles wieder in Ordnung für dich? Oh ja, ich könnte einschlafen, wenn ich ihn nur hätte. Würdet ihr ihn für mich holen? Weißt du, wo er ist? Ja, der böse Mann hat ihn in der Kneipe in den Slums. Die Kupfer irgendwas. Er ist hinten in einem der Schlafzimmer. Ich glaube, er heißt Linus. Ich bin zu ihm hingegangen. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass ich nur meinen Bären haben will, aber er hat sich zu sehr vor mir gefürchtet. Oh, bitte, holt ihn bitte für mich. Der Geist des kleinen Wellen, also in die Kupferkrone und dort einen Bären von einem Kindermörder und Dieb holen. Ja, das werden wir auch das nächste Mal machen. Aber das mit Bodhi, wie gesagt, das cutten wir nochmal und weg damit. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.